Von oben sind die Schäden zu erkennen. Zwei Schlepper halten den Autofrachter nun in Position. Mit 5,5 Kilometern in der Stunde ist er zum neuen Ankerplatz unterwegs gewesen, quälend langsam. Wegen der ständigen Gefahr, dass der beschädigte Frachter doch noch auseinanderbricht. Es ging langsamer als erwartet, aber Sicherheit ist wichtiger als Geschwindigkeit. Wir wissen ja nicht genau, wie die Situation an Bord ist. Von Terschelling und Ameland bis vor die Küste von Schiermonnikoog, eine 66 Kilometer lange Strecke, hat die Fremantle Highway zurückgelegt. Auf Ameland haben holländische und deutsche Touristen das Schleppmanöver verfolgt und soweit es bei der schlechten Sicht möglich ist, mit unterschiedlichen Gefühlen. Wir sind schon eine Woche hier, so wir haben das Ganze gefolgt vom Anfang. Erst war er hier vorne, dann war er da und jetzt ist er wieder zurück. Wir können uns auch gar nicht vorstellen, dass dieses Inselparadies irgendwie beschädigt wird. Hoffentlich kann man da was erreichen, dass das in Zukunft nicht mehr so kritisch wird. Nun liegt der Autofrachter 16 Kilometer vor Schiermonnikoog. Das Wattenmeer, die Strände und Salzwiesen gehören zum Nationalpark. Sensible und geschützte Natur. Wir akzeptieren das. Es ist uns wichtig, dass wir als Gemeinschaft der Wattenmeerinseln Solidarität zeigen und den besten Standort akzeptieren. Klar, wir hoffen, dass das nicht lange dauert. Und das Ziel ist natürlich, dass der Frachter in einen Hafen gebracht wird, sobald das Feuer an Bord gelöscht ist. Die Gefahr für die Umwelt ist nicht gebannt. Noch immer kann der Frachter zerbrechen. An Bord lagern mehr als 1,5 Millionen Liter Schweröl. Und durch das Feuer sind bereits Schäden für das Ökosystem entstanden. Jetzt schon ist definitiv, dass das Löschwasser ins Meer geflossen ist. Das hat man ja auch gesehen an den Bildern. Auch wenn es sozusagen irgendwann aufgehört wurde zu löschen, ist aber natürlich an Bord ganz viel Wasser gesammelt worden. Die Schwermetalle in den Autos, der ganze Plastik, alles ist sozusagen jetzt auch in diesem Wasser drin, was über Bord gegangen ist. Schon seit Jahren kritisieren Umweltschützer und die Wattenmeeranrainer, dass solche riesigen Schiffe mit einer solchen Fracht überhaupt so nah an der Küste und den Nationalparks fahren dürfen. Autofrachter sind Gefahrgut, vor allen Dingen, weil wir immer mehr von Elektroautos sprechen. Die Schiffe müssen weiter weg. Und ich möchte endlich mal eine Reaktion sehen von der Bundesregierung, dass sie auch was umsetzen wird und nicht nach dem Sommerloch eigentlich wieder alles vergessen ist. Der vorläufige Ankerplatz ist in Sichtweite der weißen Strände von Schiermonnikoog. Der Autofrachter brennt noch immer und bleibt weiter eine Bedrohung für das Wattenmeer. Unser Reporter in Ameland ist auch heute wieder Tobias Reckmann. Tobias, welcher Hafen muss sich mit diesem Wrack denn nun am Ende abplagen? Wird da noch Schwarzer Peter gespielt oder weiß man schon mehr? Ja, ich glaube, genau das wird passieren. Also eine Reihe von Namen werden ja genannt. Bremerhaven fällt natürlich sofort ein, weil das Schiff dort herkam. Bremerhaven ist aber auch am weitesten entfernt. Dann müsste man im Grunde den Frachter einmal entlang der ostfriesischen Inseln schleppen, was natürlich auch wieder Risiken mit sich birgt. Der Hafen, der am nächstgelegen ist, ist Emden auf deutscher Seite. Und der Hafen hätte auch den richtigen Tiefgang. Der Frachter mit seinen 200 Metern Länge ist im Grunde ein Standardformat für einen Hafen wie Emden. Aus dem Management ist aber zu hören, dass man da eher an Niederländer Lösung bevorzugen würde. Aber da merkt man schon, so richtig große Lust, die Suppe auszulöffeln, hat man da eher nicht. Und auf der niederländischen Seite wäre es dann eher der Hafen Eemshaven wahrscheinlich. Ja, kein Wunder, dass da keiner hier schreit. Das war ja eine vielleicht entscheidende Etappe heute in der Mission Rettet das Wattenmeer. Was denken denn die Leute da auf den Inseln jetzt? Alles wieder gut, zurück zum Tagesgeschäft? Also die Menschen, mit denen wir jetzt hier in den vergangenen Tagen gesprochen haben, die schauen schon sehr fragend in die Zukunft und fragen sich eben, ja, und wie geht es jetzt weiter? Und zwar mal so ganz grundsätzlich. Denn natürlich wollen sie auf der einen Seite ihre Natur hier besser schützen als vorher. Sie leben ja von der Natur hier, vom Tourismus. Die Menschen kommen hierher, um die Natur, das Meer, den Strand, die gute Luft zu genießen. Auf der anderen Seite wissen die Menschen hier aber auch ganz genau, dass man die Schiffe da hinten und die Schifffahrtsrouten auch braucht, wenn wir unsere Autos in die Welt exportieren wollen, wenn wir unsere Lebensmittel, unsere Smartphones, Tablets, Fernseher und Computer importieren wollen. Das ist eben der Konflikt, um den es geht und der ist gar nicht so einfach zu lösen, weil die Welt eben leider sehr komplex ist. Tja, vielleicht könnten wir ja mal einen größeren Bogen ums Wattenmeer machen, kostet dann 1 Euro mehr, schauen wir mal. Tobias Reckmann, Dankeschön nach Ameland.